Es ist ein ungewöhnlicher Ort für Designermöbel, die Jugendstrafanstalt Ichtershausen in Thüringen. Seit mehr als 100 Jahren dient das ehemalige Kloster als Gefängnis. Hier sehen Sie einen ganz normalen Gemeinschaftshaftraum der Jugendstrafanstalt. Der ist belegt mit zwei Jugendlichen. Also es ist alles sehr alt, es ist auch ziemlich viel kaputt und deshalb müssen wir auch unbedingt neu bauen. Und so könnte das aussehen. Entwürfe von Designstudenten der Universität Weimar für den Neubau der Jugendstrafanstalt. Die Ideen der Nachwuchsdesigner sollen tatsächlich umgesetzt werden. Der Auftrag für die Einrichtungsvorschläge kam von höchster Stelle. Das Landesjustizministerium initiierte die Zusammenarbeit. Herausgekommen sind mitunter stylische Jugendmöbel. Wir wollten mit diesem Entwurf ein bisschen die Starrheit der Zelle aufheben und entgegenwirken, weil wir doch fanden, dass die Möbel, die in der alten Zelle sind, sehr starr und geradlinig sind. Zwangsläufig wird das Bett als Sitzmöglichkeit benutzt und so haben wir die typischen Beine, die sich sonst ringsum befinden, entfernt und das Bett an die Wand gehängt, um den Boden freizuhalten, damit man nicht mit den Füßen gegenstößt. Da der Gefangene eh nicht viel Kleidung hat, haben wir das also darauf beschränkt, dass es halt ziemlich klein ist, mit einem geschlossenen Teil für eher so persönliche Sachen wie Unterhosen. Die Vorgaben des Justizministeriums setzten den Studenten enge Grenzen. Es ist eine Designzelle, aber natürlich haben wir ganz, ganz krasse Richtlinien gehabt. Das ist einmal, muss das Ganze produzierbar sein, das Ganze wird in einer anderen Häftlingsanstalt produziert. In erster Linie steht natürlich Sicherheit, dass es keine losen Gegenstände gibt, die man abnehmen kann, um damit jemanden zu verletzen oder Barrikaden zu bauen, zum Beispiel vor der Tür. Und die Auflagen waren sehr, sehr streng. Dürfen Designermöbel einen Knast verschönern? Auch solche Fragen beschäftigten die Projektteilnehmer. Ich denke nicht, dass es hilft, wenn wir dann irgendwie Strafmöbel entwerfen oder Strafeinrichtungen entwerfen, weil das wird der Resozialisierung nicht entgegenkommen. Die künftige Zelleneinrichtung wird wohl moderner sein. Von Strafe durch Design halten die Studenten nichts.